Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Talk um 17 Uhr mit Dr. Andreas Westerfellhaus. Dr. Andreas Westerfellhaus ist Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pflege. Herzlich willkommen, lieber Andreas Westerfellhaus. Ja, herzliches Willkommen auch von meiner Seite an alle. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben dieses Format als Dialogformat angelegt. Insofern gibt es auch die Möglichkeiten, Fragen zu stellen für Sie und euch. Ich bitte darum, die Fragen über den Chat zu stellen und nicht über die Fragen- und Antwortfunktion. Also es werden nur die Fragen, sage ich mal, registriert oder von mir überblickt, die ganz normal im Chat gestellt werden. Wir werden während des Gespräches dann auf die Fragen entsprechend eingehen. Wir werden diese Session aufzeichnen und werden sie auf unserem YouTube-Kanal und in Facebook entsprechend veröffentlichen. Und ja, wir wünschen Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine gute Veranstaltung. Mein Name ist Markus May, ich bin Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, lieber Andreas Westerfellhaus. Wir kennen uns schon sehr lange, deshalb duzen wir uns auch, nur dass das nicht zu Irritationen führt. Ja, Andreas, stell dich vielleicht bitte kurz vor, was ist dir wichtig und gib dein Eingangsstatement. Bitte schön. Ja, die Herausforderung, lieber Markus May, liegt ja natürlich im Kurz. Soll ich mich kurz vorstellen und alles sagen, was mir wichtig ist? Und das in 5 Minuten ist eine Lösung oder eine Aufgabe, die nicht zu schaffen ist, weil ich habe immer schon gesagt, wenn ich das auf 5 Minuten begrenze, dann Du glauben darfst ja auch ganz 10 viele Minuten Menschen, machen. dann Da mag meinen ich ganz sie viele Menschen, dass ich Dinge nicht auf dem Schirm habe oder vergessen. Aber du hattest mir erklärt, es soll ja ein Frage-Antwort-Spiel werden. Deswegen versuche ich es auch wirklich kurz. Ja, sind jetzt bald am Ende der Legislaturperiode. Es stand sehr viel auf der Agenda. Ich habe schon zu Beginn meiner Amtsperiode gesagt, dass es vor allen Dingen die Arbeitsrahmenbedingungen sind, die sich verändern müssen für Pflegende, damit wir mehr Menschen in die Pflege gewinnen durch eine verbesserte Ausbildung. Aber dass wir Menschen halten, denn dann auch in der Pflege, und dass wir Menschen auch zurückgewinnen, die uns vielleicht verlassen haben, weil sie es einfach nicht mehr konnten oder in die Teilzeit gegangen sind. Und ich habe in meiner ersten Woche dazu einen Vorschlag gemacht. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an ein 5-Punkte-Programm. Naja, wie das so dann manchmal so ist, wenn man sowas, wenn man sagt, es wurde nicht ganz unheftig, sage ich mal, kritisiert, weil auch da die Überschriften auseinandergenommen wurden. Jetzt zum Ende der Legislaturperiode sind einzelne Punkte wieder aufgetaucht, die man jetzt noch versucht auch wieder anzugehen, da kommen wir vielleicht dann später dazu. Dann kam Corona und die Pandemie stand natürlich bei niemandem auf dem Plan. Und damit war ein ganz normaler Zyklus, Prozesse neu zu ordnen, vollkommen ja, durcheinander gewirbelt. Und wir alle, auch im Bundesministerium für Gesundheit und auch ich, hatten manchmal das Gefühl, also jetzt für mich auch so, dass man eigentlich sich in die Situation gedrückt sah, zu reagieren und die eigentlich vorgesehenen Konzepte für die Zukunft dann auch erstmal wieder hinten anzustellen. Und ja, wir alle wissen von fehlender Schutzkleidung bis hin zu Isolation in den Pflegeeinrichtungen, die Pflegebedürftigen, die Angehörigen, die Isolierung, die Einsamkeit, die Thematiken wie Testen und dann Impfen und die Diskussion über Impfverweigerung und Skepsis und so weiter und die Befürchtung am Ende der Pandemie. Naja, wie wird es denn mal nach einer Pandemie? Kommt mehr als Klatschen und Applaudieren von den Balkonen? Warum kommt bei uns nichts an? Bis hin, dass wir jetzt auf den letzten Metern, ja, ich finde auch mit dem Anspruch, eine Pflegereform noch auf den Weg gebracht haben, wo ich sage, naja, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Aber mir war es wichtig, dass es noch kommt, weil für die Pflege ist unheimlich viel Potenzial drin. Das muss man schon mal sagen. Verordnung häuslicher Krankenpflege bis hin zur verpflichtenden selbstständigen Ausübung der Heilkunde in allen Bundesländern, Modelländern einzusetzen. Im GKVWG, in dem Gesetz, sind auch viele andere Dinge noch drin.
Und deswegen war es mir wichtig, den Punkt zu setzen. Denn eins ist klar, mit einer neuen Bundesregierung ist jetzt neben dem, was wir jetzt vereinbart haben, auch die Verpflichtung ausgesprochen oder die Notwendigkeit, genau hier weiterzumachen, weil der Status, den wir jetzt haben, ist ein Zwischenstatus. Und ich erinnere an die konzertierte Aktion Pflege, in der natürlich viele sagen, oh, was ist denn dabei rausgekommen? Naja, es ist immer ein Wenn und Aber. Ja, natürlich, ich erinnere an Bildung. Wir haben viel mehr Ausbildungsplätze besetzen können, viel mehr Ausbildungsplätze anbieten können. Und jetzt kommt das Aber, was bedenklich stimmt, dass die Abbrecherquote in Ländern steigt, weil Auszubildende belastet werden mit ausbildungsfernen Tätigkeiten. Die Frage, wie ändern sich Rahmenbedingungen und Arbeitsbedingungen? Ich habe ein eigenes Projekt auf den Weg gebracht. Zu gute Arbeitsbedingungen in der häuslichen Krankenpflege und in den ambulanten Einrichtungen. Welche Form und Entlastung kann Digitalisierung denn dann leisten? Die Frage, wie läuft es mit der Migration? Diejenigen, die zu uns kommen wollen, muss man da nicht dringend was tun? Ja, man muss was. Vielleicht kommen wir auch dazu, ein bisschen zu den Tarifverträgen, wo wir ja bis zum Schluss jetzt einfach darum gerungen haben, dann doch noch zu einer Lösung zu kommen. Ja, es war, wenn ich jetzt Resümee ziehen würde, so hatte ich mir am Ende des Tages die Arbeit auch nicht so richtig vorgestellt, nämlich wer konnte schon an Pandemie denken. Die Ziele waren eigentlich klar, die erreicht werden sollten, aber ich glaube, wir hätten damit auch schon noch mehr gewinnen können. Das Thema Pflege steht auf der Agenda, ganz, ganz, ganz oben. Und bei all denen, die immer sagen, ich kriege das nicht so richtig mit und kann es nicht glauben, kann ich sagen, nach meiner langen berufspolitischen Arbeit und jetzt auch mittendrin in der Bundesregierung und im Bundestag, wir diskutieren die Themen Pflege in einer ganz, ganz, ganz anderen Qualität, mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit. Das ist alles natürlich noch kein Ergebnis, das weiß ich, aber dieser Zwischenschritt, dass wir es anders diskutieren, dass das Thema Pflege in einem Wahlkampf in einer neuen Bundesregierung eine ganz andere Rolle spielen wird und auch natürlich spielen muss, ist auch klar. Und dass es über viele, viele, viele Jahre denn dann uns weiter beschäftigen muss, aber auch mit Einbindung der pflegenden Politik wird das nicht alleine stemmen können. Das ist kein Selbstläufer. Deswegen braucht es gute Organisationen in der Pflege. Deswegen braucht es eine Solidargemeinschaft auch in der Pflege, die nachdrücklich für ihre Interessen eintritt. Und da würde ich mir schon auf der Bundesebene einen Sparringspartner wünschen, der dann auch in der Auseinandersetzung, was man denn letztendlich will, für die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen und damit für Patientinnen und Patienten und Pflegebedürftige und pflegende Angehörige das auch erreichen kann. Es liegt an uns allen, gemeinsam mit Fingern auf andere zu zeigen, hilft keinem. Immer zu sagen, da ist jemand vor 10 Jahren schuld daran gewesen, mag der Erinnerung nutzen, aber nicht der zukünftigen Lösung. So. Ich hoffe, ich habe die 5 Minuten nicht zu groß überschritten und dann werden wir inhaltlich dann über die Fragestellung kommen, lieber Markus. Also du warst, lieber Andreas, absolut vorbildhaft, was diese Zeit angeht. Vielen Dank dafür. Ich will auch gleich mal einsteigen, also vielleicht für die Zuschauer. Ich habe einige Fragen, die ich gerne jetzt mal im Einstieg stellen möchte. Und dann kommen die Fragen, die schon bei uns eingegangen sind von einigen Kolleginnen und Kollegen. Und dann werden die Fragen im Chat kommen. Und es gibt auch eine Frage von Brigitte Ander-Doliva, die fragt, oder Birgit Hansen, Entschuldigung, die fragt, dass man nur uns beide sehen kann. Ja, das ist so gewollt. Wir haben hier die Form des Webinars gewählt und dann sieht man halt nur die sogenannten Diskussionsteilnehmer und nicht alle Teilnehmer, weil wir einfach es nicht riskieren wollten, dass unser Zoom-Auftritt durch eine Vielzahl an Teilnehmern letztendlich das nicht verkraftet und in die Knie geht. Also wenn alle dann, wenn da 100 Leute im Prinzip dann auf den Kacheln sind, dann sind die Systeme manchmal sehr empfindlich. Deswegen haben wir den Weg gewählt. Ja, meine erste Frage an dich, Andreas, ist, du hast vor kurzem eine Pressemeldung rausgegeben, nicht nur eine Pressemeldung, sondern hast dir auch Gedanken gemacht zu Forderungen zur selbstbestimmten Pflege. Und da wollte ich einfach mal fragen, was steckt dahinter und was sind die Ideen, die letztendlich damit verbunden sind? Warum brauchen wir das? Naja, die Frage ist, das Heftchen sieht dann so aus, ist auf meiner Seite
bin dann auch zum Download freigegeben des Pflegebevollmächtigten. Und warum braucht man das? Das ist, hat schon ein bisschen auch was Praktisches. Wir alle wissen, die Legislaturperiode geht zu Ende. Und damit letztendlich auch erstmal meine Amtszeit, denn ich bin ja durch das Kabinett berufen und man wird dann sehen, wie es weitergeht. Ob ein nächstes Kabinett nochmal eine ähnliche Frage denn dann an mich richtet. Und da ich selber als Pflegebevollmächtigter keinen Wahlkampf denn dann machen kann, sondern für die Fachlichkeit und Beratung der Großen Koalition zuständig bin, habe ich zum Ende der Legislaturperiode und deswegen eben auch im Ende Mai, dann beginnt einfach der Wahlkampf, das muss man so sagen, denn dann meine Gedanken für die Zukunft formuliert und hoffe natürlich, dass sie in den Beratungen der Öffentlichkeit, in den Verbänden, in den Organisationen, aber auch in den politischen Parteien Eingang finden, weil der Bereich der Forderung für eine selbstbestimmte Pflege, wo muss es denn weitergehen, ist mir da schon sehr wichtig. Die Begründung dafür, das kann jeder für sich ja nachlesen. Ich denke, es richtet sich an natürlich vom Prinzip her erstmal in zwei Ausrichtungen. Das eine sind natürlich die Pflegebedürftigen und die pflegenden Angehörigen selber. Der größte ambulante Pflegedienst in Deutschland. Was muss man tun, damit diese entlastet werden und dass die Leistungen, die in Gesetzen stehen, bei den Menschen auch ankommen? Und da sind mir so Dinge wichtig wie die Selbstständigkeit, dass Menschen, die pflegebedürftig sind, für sich wählen können, welche Form und welchen Aufenthaltsort für die Pflegebedürftigkeit sie wählen können, wo soll das geschehen und welche Leistung. Jetzt habe ich manchmal den Eindruck, dass zurzeit die Pflegeversicherung so gestrickt ist, dass die Menschen sich nach der Pflegeversicherung strecken müssen und nicht die Pflegeversicherung sich nach den Bedürfnissen der Menschen. Mhm. Und ich denke, das ist ein Grundsatz, der verkehrt ist. Das Ding ist viel zu kompliziert geworden mit der Pflegeversicherung. Wer das mal einmal gemacht hat, ich habe es für meine Mutter gemacht, einmal einen Pflegegrad 1 beantragt und dann einen Pflegegrad 2 Höherstufen. Der versteht häufig die Sprache nicht, der fühlt sich alleine gelassen. Dann gibt man einfach auf und dann nimmt man bestimmte Leistungen nicht in Anspruch. Bestimmte Dinge, wie auch in der Corona-Pandemie, bei Tagespflege fallen ersatzlos weg, weil es gar keine Tagespflege eine Zeit lang denn gab. Gerade Eltern mit pflegebedürftigen Kindern, die dann sagen, ja, wir haben eigentlich Anspruch, aber bei uns gibt es keine Angebote für Reha oder für Verhinderungspflege. Wie kommen die an Leistungen? Also mein Ziel war, diese Leistungen flexibler zu machen. Deswegen habe ich ja auch dieses Entlastungsbudget vorgeschlagen, wo man einfach nur noch zwei Säulen hat, in dem man selbstbestimmt über ein Jahr sagen kann, was ist mir denn wichtig? Und da ist die Individualität des Einzelnen mir besonders wichtig. Im Koalitionsvertrag stand das drin, Entlastungsbudget. Das ist leider Gottes, ich würde mal sagen, auch Corona-bedingt dem zum Opfer gefallen, weil diese Dinge waren nicht mehr zu regeln. Aber sie müssen dringend angepasst werden. Von den betroffenen Verbänden habe ich schon während der Zeit, als ich es vorgestellt habe, einen sehr hohen Zuspruch dazu erhalten, weil das die gelebte Realität ist. Ja? Also zum Beispiel Betreuungsleistungen, Assistenzleistungen, die komplett wegfallen, weil die Menschen 125 Euro nicht in Anspruch nehmen können. Wenn man mal einmal ein Hilfsmittel dann beantragt und weiß, welche Hürden man durchläuft, wie viel Bürokratie man auslöst, für den Wunsch, selbstbestimmt so lange wie möglich zu Hause zu bleiben. Was mir auch fehlt, und deswegen bin ich da auch darauf eingegangen, sind passende Angebote auch für jüngere Pflegebedürftige. Wir dürfen nicht ausblenden, dass wir viele Menschen haben, die eben nicht 80 oder 90 sind, die in der stationären Langzeitpflege sind, die vielleicht 30, 40, 50 sind. Und die natürlich mit so Angeboten in den bestehenden Einrichtungen nicht zurechtkommen. Die fühlen sich da nicht aufgehoben, weil ich würde jetzt auch noch nicht gerne Strohsterne basteln. Ich will das nicht despektierlich sagen, aber wir alle erinnern uns an Bilder, die wir sehen und sagen, naja, das wäre jetzt aber nichts für mich. Und deswegen braucht man auch solche Settings für jüngere Pflegebedürftige. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, der ist ausgerechnet heute, durch die Medien gegangen. Es hat ja ein Urteil gegeben heute zu 24-Stunden-Kräfte, dass hier auch Mindestlöhne zu zahlen sind und eben auch für die Bereitschaft Mindestlöhne zu zahlen sind. Ich habe in dieser Broschüre schon im Mai darauf hingewiesen, aber in den 3 Jahren daran gearbeitet und mich da reingefuchst, eine rechtssichere 24-Stunden-Betreuung als Megathema mit auf die nächste Legislaturperiode, auf die nächste Agenda zu nehmen. Weil wir gehen von über 300.000 Haushalte auf, die von Frauen aus Osteuropa aufrechterhalten werden.
dass wir Regeln brauchen, ohne diese Settings zu zerstören, aber auf der anderen Seite denjenigen, die diese Leistung erbringen, diese auch sicher machen für sie, sozialversicherungspflichtig, dass sie vernünftig und fair bezahlt werden. Und dass wir auch nicht außer Augen verlieren, wo kommen denn diese Menschen her? Das sind Menschen, die ihre eigene Heimat verlassen, weil ihre Familie, da große soziale Probleme entstehen, weil die Mutter einfach eine Zeit lang weg ist und fehlt. Ja, und deswegen, und dann gerade heute, und deswegen jetzt auch der zeitliche Druck, den ich auch heute leider wieder habe, ist eben dazwischen gekommen. Mindestlöhne für 24-Stunden-Kräfte ist ja das eine. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass das rechtssicher ist. Also ich glaube, viele pflegende Angehörige und Pflegebedürftige selber wissen nicht, in welchem Grauland sie sich bewegen. Also es kann ja sogar bis zur Strafbarkeit führen, wenn ich ja jemanden anstelle. Und ich muss leider sagen, ich kenne kaum ein wirklich festes, rechtsfestes Vertragswesen, was die Anstellung denn dann möglich macht. Und trotzdem brauchen wir sie. Ich meine, ich gehe aus meiner Straße und sehe rechts und links von mir Nachbarn. Ich weiß, wie viele das sind, diese Betreuung denn dann aufrechterhalten. Also, wir brauchen einen finanziellen Ausgleich für Pflegepersonen, für pflegende Angehörige, die das über Jahre machen. Wir dürfen nicht in die Altersarmut rutschen. Darf ich starten? Ja, wenn ich es eben... der Verbraucherschutz ist mir hier, dann können wir gleich, weil zu den Pflegenden selber steht natürlich auch was drin. Also was mir auch nicht ganz klar war, wir brauchen mehr die Sicht auch auf den Verbraucherschutz, denn dann, was Verträge angeht, auch mit häuslichen Pflegeeinrichtungen. Also viele Menschen scheuen sich, etwas zu kritisieren, zu hinterfragen, ihre eigenen Wünsche in den Vordergrund zu stellen, weil mich erreichen immer wieder Hinweise, das kann ich nicht machen, mich damit auseinandersetzen, dann verliere ich vielleicht meinen Pflegedienst und Alternativen habe ich dazu nicht. Das heißt also, wir brauchen auch hier mehr Rechtsstärkung und da wünsche ich mir regelmäßige Feedback. Gute Arbeitsbedingungen, flächendeckende Tarifverträge, mehr Nachwuchs durch Berufsautonomie, endlich bedarfsgerechte Krankenhäuser, Pflichtdienst oder Freiwilligendienst für alle sind die weiteren Punkte, die da noch drinstehen. Also es lohnt sich, das zu lesen. Es ist eine Diskussionsgrundlage. Ich freue mich, dass die auf so eine große Resonanz gestoßen ist. Jetzt nicht alles, dass alle Hurra schreien. Gerade beim freiwilligen Pflichtdienst habe ich mir das schon auch gedacht. Aber es gilt ja auch mal, Denkanstöße dann loszulassen, die es wert sind, auch mal in eine andere Richtung zu denken. Nicht als Einzelmaßnahme, sondern als eine Maßnahme von vielen. Und ich glaube, wenn das ein Katalog wäre, mit denen wir, den wir dann anschließend mit Inhalt füllen, ja, da und wir wären damit erfolgreich, dann haben wir schon eine ganze Menge auf der Agenda für die Pflegebedürftigen, für die Patientinnen und Patienten und für diejenigen, die in allen Sektoren der Pflege arbeiten und sich ausbilden lassen und dort auch alt werden wollen und das bewirkt. Jetzt hast du gerade das Urteil erwähnt, was wir heute auch im Radio hören konnten vom Bundesarbeitsgericht. Die Frage ist mit Sicherheit absolut nicht trivial, insbesondere wenn die Bereitschaftsdienste in Anführungszeichen jetzt auch entsprechend honoriert werden müssen. Ich habe gerade mal schnell gerechnet, dann ist man relativ schnell bei einer Summe zwischen 5.000 und 8.000 Euro im Monat. Ja? Und diese Engagements sind im Prinzip aus dem Grund geschaffen worden, weil man vielleicht auch die Kosten eines Heimaufenthaltes gegebenenfalls auch, sag ich mal, vermeiden wollte. Und siehst du da unter Umständen auch, wenn das nicht politisch jetzt so gut geregelt wird, dass halt nicht erhebliche Belastungen auf die Betroffenen zukommen, das Risiko gegeben, dass wir mehr Einweisungen oder mehr Bewohner dann wieder in Senioreneinrichtungen haben werden, in stationären? Naja, die Grundlage ist natürlich schon erstmal die, dass die Menschen, viele Menschen, auch jetzt nachwachsende Generationen, dazu eine andere Haltung haben, so wie ich das wahrnehme, nämlich so lange wie möglich selbstbestimmt zu Hause zu bleiben. Und zwar nach den Kriterien, wie sie es bestimmen, ob das durch barrierefreies Wohnen, durch rechtzeitigen Umbau, ob das durch Digitalisierungsmaßnahmen angeht und so weiter und so fort. Also natürlich ist die Frage auch der Leistung, wie kann ich das alles bezahlen, eine große Frage. Ich sage aber nochmal, das eine ist der Verdienst. Und wenn du ausgerechnet hast, dass das schnell zu 8.000 Euro führt, dann ist das natürlich wahrscheinlich schnell die teuerste Variante. Aber ich habe das in den letzten Interviews eben auch schon gesagt, man muss sich auch mal überlegen, wie ist das Arbeitsrecht eigentlich da, wenn ich auch antrifft das. Also
ich sag mal, wer von uns kann einen 24-Stunden Bereitschaftsdienst machen an 5, 7 Tagen in der Woche und das Keiner. für 3 Monate? Ja? Also Genau. ich meine, ich erinnere mich bei einer Tätigkeit im OP oder in der Anästhesie, wir machen einen Bereitschaftsdienst und da war die Frage, dürfen wir am anderen Tag weiterarbeiten? Ja? Also, das haben wir diskutiert und von daher würde das Arbeitsrecht greift ja als nächstes. Und wie führt man sozialversicherungspflichtig Beiträge denn dann ab? Wie kann man die Anstellung denn dann auch angehen, damit alle auf der richtigen Seite sind? Und wenn da Menschen ins Dunkle wieder ein Chat-Teilnehmer schreibt, gehen und sagen, ich rede einfach gar nicht mehr darüber, dann ist das ein großes Risiko. Deswegen auch, da muss ja nur mal einer sagen, der sagt, komm, hier, ich schicke mal den Zoll dahin. Oder aber, die Türen sind zu. Wir wissen nicht, was hinter diesen Türen passiert. Ja, ich meine, es ist ja nicht alles nur auch von guter Qualität gesegnet. Es geht ja auch darum, dass wir Pflegebedürftige in Abhängigkeit auch schützen. Ja, aber wie ist die Alternative? Also das würde ja bedeuten, Pflege im Schichtdienst. Das heißt, wir brauchen ja dafür noch mehr Personal dann eigentlich, damit es auch Pausenregelungen gibt, damit es Urlaubsregelungen gibt, damit es freie Tage in der Woche gibt. Das ist ja eigentlich die gesamte Konsequenz, die daraus mündet. Und ich bin vor 3 Jahren mit dem Thema angefangen und ich habe, da wird es auch eine Lösung geben. Naja, also ich bin schon, ein paar der Illusionen habe ich schon verloren. Weil ich habe mit vielen Ländern darüber gesprochen, ich habe mit den Rentenversicherungen gesprochen, mit der Rentenversicherung Bund, ich habe mit den Parteien dazu gesprochen. Ja, jeder hat eine Meinung und jeder muss sich was ändern. Aber wenn man dann mit diesen vielen Akteuren von Arbeitsschutz über Rechtssicherheit, über Strafgerichtsbarkeit, über Zuwanderung, Einwanderungsgesetze, Ausländerbehörden und so weiter, wenn man mit all denen zusammenkommt, dann müssen wir aufpassen, dass das nicht passiert, was häufig passiert, dass das immer auf den anderen geschoben wird und sagt, also ich würde ja hier eine Lösung finden, ja, aber da macht ja der und der deswegen nicht mit. Mhm. Also, egal wie, das ist komplex. Und man kann also auch kaum jemand erklären. Österreich hat da seine Regelungen gefunden. Nun müssen wir mal gucken, ob das ein Modell sein könnte. Wir wissen ja auch, wie heißt das wenn es um die Betreuung von Kindern geht, in diesen Familien, wo auch Mütter dort reingehen, in diese Kinderdörfer, da hat man ja Regelungen gefunden, indem man Ausnahmeregelungen für diesen Bereitschaftsdienst hergestellt hat. Ja, also ich bin da nur froh, wenn wir es richtig auf die Agenda kriegen, aber eine Lösung vorhersagen kann ich in keinem Falle. Nur Schuldzuweisung und den anderen hilft gar nichts. Ja. Also wir können ja nicht einfach weggucken und sagen, das wird sich irgendwie regeln. Nein, das wird es nicht. Übrigens, wenn ich das noch sagen darf, wir haben das ja während gemerkt, wie schnell das zu ganz großen Problemen führt. Corona-Pandemie, Abschottung, Schließung der Grenzen in den Grenzgebieten, wo dann auf einmal auch die Betreuungskräfte oder die Pflegekräfte nicht mehr durchdurften, wo auf einmal Familien alleine waren. Ja, da hätten wir auch gar keine Möglichkeit gehabt, die stationär aufzufangen. Mhm. Und andere gab es eben dazu auch nicht. Ja, und die Alternative, dass das jetzt als ambulante Pflegedienste übernehmen könnten, wie ich heute einer Pressemitteilung eines Arbeitgeberverbandes denn dann lesen konnte, das ist doch illusorisch. Was ist denn mitten in der Nacht, wenn jemand ruft? Ja, dann ist eben doch keiner da. Also Entschuldigung, also das genau. Ist doch etwas, was durchgängig geregelt werden muss. Ich weiß es nicht. Aber ich bin froh, dass wir jetzt eine breite, heftige Diskussion gibt. Ja, manchmal muss es dafür solche Gerichtsurteile geben, dann geht das dann nicht. Ja. Es gibt eine Frage hier. Wir reden von Pflegepersonen hier, nicht von Betreuungskräften. Nee, wir so. In diesem Arbeitsgerichtsurteil oder in diesem Gerichtsurteil, ich weiß nicht, welches Gericht es war. Ist für beide. Ja, da geht es dann tatsächlich um Betreuungskräfte. Hm. So. Ja, also die eigentlich dafür ja in den Haushalt gehen, um einfache hauswirtschaftliche Unterstützungsleistung außerhalb der Pflege denen anzubieten. Und wissen wir alle, wenn wir da mal so richtig reingucken, was die da machen, ob das da immer so gewährleistet ist. Natürlich kommt ein ambulanter Pflegedienst für bestimmte Bereiche, aber wir alle, die aus der Pflege kommen, wissen, dass das nicht immer zu trennen ist bei der Hilfestellung zur Nahrungsaufnahme. Ne? Das ist einer der klassischen Beispiele. Wie schnell es da zu Komplikationen kommen kann, wenn jemand Lähmung hat oder wenn jemand Sprachstörung hat oder was auch immer oder Schluckstörung und rechtzeitig die Veränderungen zu erkennen, die vielleicht lebensbedrohlich sind, eine korrekte Medikamentengabe vorzunehmen. Also ich glaube schon, dass da auch vieles sich miteinander so in einer
soll ich es nennen, in so einer Übergangssituation sich befindet, wo man eben nicht so genau hinguckt oder gucken kann. Also es geht hierbei um Betreuungsassistenten. Okay. Ja, ich würde gerne nochmal einen Themenwechsel machen. Du hast es vorhin auch schon angesprochen, die Legislaturperiode ist zu Ende. Morgen ist Freitag. Morgen ist, glaube ich, die letzte reguläre Sitzung des Deutschen Bundestages vor der Sommerpause. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine Sitzung geplant ist nach der Sommerpause, also offiziell zumindest. In dieser Legislaturperiode wurden ja einige Gesetze auf den Weg gebracht mit dem Fokus auf Pflegepersonalstärkung. Ja, also ganz bewusst Pflegepersonalstärkungsgesetze oder Gesetz. Und da möchte ich jetzt gerne mal so zwei, drei Aspekte rausgreifen und dich da auch nochmal um deine Meinung und deine Einschätzung bitten. Der erste Aspekt ist der Aspekt des Pflegebudgets im Krankenhaus. Pflegebudget im Krankenhaus bedeutet ja im Prinzip, dass die Pflege aus dem DRG-System rausgelöst wurde. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, in den Krankenhäusern Pflegekräfte einzustellen, bekommen die auch refinanziert. Gepaart damit ist aber die Sorge, dass es unter Umständen relativ schnell wieder einkassiert wird. Also diese deckellose Budgetsituation. Wie schätzt du das ein? Naja, also ich sag mal, ich war schon heilfroh, dass dieses Budget eingeführt wurde und die Pflegenden aus diesem DRG herausgelöst wurden. Und ich sehe jetzt erstmal nicht am Horizont, dass das jetzt irgendeiner zurücknimmt, sondern wir müssen ja gucken, wie gehen wir eigentlich weiter mit der Finanzierung, wie gehen wir eigentlich weiter um mit, auch mit dem Bedarf an Pflegeexpertinnen und Experten, nenne ich sie jetzt mal alle miteinander. Denn wir haben jetzt Personaluntergrenzen eingezogen, ja, eine Zeit lang als rote Linie, weil der freie Fall nach unten ging so nicht weiter. Da hatten wir ja schon wilde Geschichten dabei, dass einige aus Goldstandard umdefiniert haben und die anderen gesagt haben, damit haben wir überhaupt kein Problem, wir sind immer da drüber. Ich bin ja auch ein Verfechter, dass wir ein Personalbemessungsinstrument bekommen, auch in den Krankenhäusern, weil Intensivstation ist nicht Intensivstation, geriatrische Station ist nicht geriatrische Station. Das wissen wir, die alle aus der Pflege kommen, alle miteinander. Und dazu gibt es Vorschläge, DKG, DPR und wer, die haben den gemacht. Den GKV-Spitzenverband hat man dazugeholt und hat gesagt, ja, das sind ja diejenigen, die es nachher finanzieren müssen. Die sollen von vornherein mit am Tisch sitzen. Und dann hat es ja jetzt auch immer doch auch heftige Proteste Richtung dem Bundesgesundheitsminister gegeben, dass das jetzt einfach nicht angenommen worden ist. Ich kann sagen, für alle, die es nicht gesehen haben, im GVBG steht drin als Gesetz, dass genau dieses Personalbemessungssystem für Krankenhäuser jetzt angegangen werden muss. Fertig. Mhm. So, das heißt also, ob das nachher per PPR 2.0 ist oder eine Weiterentwicklung dessen, das mag mal dahingestellt sein lassen. Ich halte das für einen richtigen Weg als Einstieg. Aber ich glaube, das ist auch nicht die reine weiße Lehre. Ich kann auch sagen, ich persönlich hätte es auch nicht PPR 2.0 genannt, weil die eine Hälfte der Menschheit, die da arbeitet, sagt, ja, PPR war gut. Und die andere sagt mir, nochmal PPR, das ist der Untergang. Ja, also von daher wäre eine andere Terminologie schon mal hilfreich. Aber ich finde, es ist wichtig, dass das jetzt eingegangen wird. So, in der Langstation, in der Langzeitpflege haben wir es. Da wird das 2023 verpflichtend. Das Gutachten von Professor Rothgang geht jetzt in die Umsetzung und das brauchen wir. Und damit kriegen wir natürlich ein Finanzierungssystem. Das muss natürlich auch gekoppelt sein, verpflichtend, noch mit ein paar anderen Fragestellungen. Also erstens mal, was machen die Pflegekräfte denn da? Ja? Also ich habe ja immer von Autonomie gesprochen. Selbstständig aus. Ich habe gerade mit den Intensivpflegekräften in den letzten Wochen intensivste Diskussion, ne, nach der Fachweiterbildung. Erstens verdienen wir nicht so besonders viel mehr, lohnt sich das wirklich und machen wir auch nicht mehr. Mhm. Sag mal, wenn wir das Zusammenspiel, die Neujustierung der Zusammenarbeit der Gesundheitsfachberufe ernst nehmen, das steht ja, ist ja in einem Strategieprozess des Bundesministeriums für Gesundheit, dann brauchen wir ja auch andere Kompetenzen, autonom, berufsrechtlich abgesichert, leistungsrechtlich abgesichert, haftungsrechtlich abgesichert. Dann wird klar, was man macht, sonst kann ich die Antwort ja nicht geben. Da muss ich auch wissen, wie viele Krankenhäuser haben wir in Deutschland eigentlich? Schwerpunktkrankenhäuser, Versorgungsstudien, wo haben wir die? Das bestimmt ja auch die Menge
letztendlich derjenige. Und das bedeutet auch, ja, welche anderen Berufsgruppen meine ich denn in diesem Mix auch noch? Was ist mit der Pflegeassistenz? Wenn man daran denkt, dass man bestimmte Tätigkeiten ja durchaus auch im Bereich einer Pflegeassistenz ansiedeln kann, dann muss man aber die Grundlage dafür schaffen, dass wir alle wissen, was wir unter Pflegeassistenz verstehen. Ja, also wir haben in 16 Bundesländern unterschiedliche Regelungen. Sie heißen manchmal anders, manchmal sind sie zweijährig, manchmal einjährig. Jetzt habe ich aus einem Bundesland gehört, die sind jetzt nicht 24 Monate, sondern 22 Monate. In Berlin wird jetzt geplant 24 Monate. Und ich bin in der ganzen Zeit bei der Gesundheitsministerkonferenz dafür vorstellig, jetzt letzte Woche nochmal, dass wir ein einheitliches, durchlässiges Bildungssystem brauchen. Also von der Assistenz, das ist Ländersache. Aber zumindest, dass sich alle Länder auf einen Rahmenlehrplan verständigen. Das wäre auch in der Vorbereitung auf die Generalistik, dass das dann durchlässig ist und dass wir natürlich im weiteren Zug auch die primär qualifizierenden Studiengänge stärken. Dann läuft auch nicht so richtig alles gut, muss man sagen. Durch fehlende Praktikumsplätze, durch eine fehlende Bezahlung während des Praktikums und nur 50% der Studienplätze sind zurzeit werden dann besetzt und so weiter und so fort. Also, wenn man an einer Stelle anfängt, irgendetwas zu machen, dann muss ich andere Dinge vorher auch regeln. Deswegen ging es jetzt nicht kürzer, lieber Markus May. Weil ich wollte Ihnen nur klar machen, dass sich alles im Kreis bewegt. Ja, das ist immer komplex, aber wenn man das beschreibt, was damit zu tun hat, dann kann man die Dinge dann lösen. Am Beispiel der Pflegeassistenzqualifikation. Ja, als ich angefangen bin, habe ich das sofort in die Diskussion gebracht. Gut, dass wir jetzt die Generalistik haben, aber das hat auch Konsequenzen, was den Zugang angeht. Genau. Ja, und dann habe ich erinnert, es gab 2009 vom Deutschen Bildungsrat für Pflegeberufe, gab es eine Broschüre, ich kenne das Schaubild noch, wie man sich ein Bildungskonzept vorstellen kann, von der Assistenz, Schulabgänger, von der Assistenz bis zum Master. Ja, da kann man sich schön visualisiert vorstellen. Und 2012 habe ich einen Beschluss gefunden, da hat die Gesundheitsministerkonferenz sich schon auf einen einstimmigen, einheitlichen Rahmenlehrplan für Assistenzqualifikationen verständigt. Und bleibt das natürlich auf der Strecke, weil auch in meinen 3 Jahren habe ich gemerkt, jetzt war ich bei allen Gesundheitsministern, Sozialministerinnen, habe sie alle kennengelernt, mit allen darüber gesprochen, keiner fand die Idee verrückt und dann gesagt, dafür setzen wir uns ein, aber dann ist auf einmal eine neue Ministerin oder ein neuer Minister dann da. Man fängt dann von vornherein an und ich glaube, und das ist auch so meine Erwartung, dass wir in der nächsten Legislaturperiode dafür sorgen, auch von Seiten des Bundes, dass wir da hier einen gemeinschaftlichen Weg einschlagen, zwar immer sagen, ja, wir greifen nicht in den Föderalismus ein, aber trotzdem den Weg finden, wie kommen wir zum verbindlichen Rahmenlehrplan, das ist ein bisschen die Krux dabei. Okay, vielen Dank dafür. Der nächste Aspekt, da habe ich gedacht, wir tauchen uns mal zu diesem Aspekt aus, dass der Gesetzgeber jetzt positiverweise hingegangen ist und hat im Pflegestärkungsgesetz 2018 mehrere Regelungen eingeführt, in denen er die Tarifverträge als wirtschaftlich definiert hat, was ja an sich schon mal total hilfreich ist, weil wenn die wirtschaftlich definiert sind, dann sind die im Prinzip, was die Budgetverhandlungen angeht, auszuklammern. Wir haben aber noch keinerlei große Entwicklung gesehen. Warum nutzt auch der Bund beispielsweise nicht die Möglichkeit, also bei der letzten Tarifverhandlung, die wir hatten letztes Jahr im Herbst, wäre ja theoretisch die Möglichkeit gewesen, dass auch von der Bundesseite im Prinzip als Arbeitgeberseite letztendlich, was den TVÖD angeht, Vorschläge gemacht werden, um die Tarife in dem Bereich der Pflege nachhaltig anzuheben. Aber das beobachten wir nicht. Und wenn nicht entweder Arbeitgeber oder Gewerkschaften, sage ich mal, hier vorangehen, die ja letztendlich die Partner der Tarifautonomie sind, dann passiert da gar nichts. Da kann man ja viel in Gesetze reinschreiben und das macht uns schon etwas Sorge. Ja, das ist alles richtig. Ich will es mal auseinanderdröseln. Also das eine ist natürlich, manchmal verstehe ich natürlich auch das Zusammenspiel nicht. Wir reden jetzt, ich nehme mal ein Beispiel Krankenhaus. Also mit meinem Verständnis, ohne jetzt jemand auf die Füße zu treten. Wenn wir doch sagen, wir finanzieren jede zusätzliche Pflegeexpertin, jede zusätzliche Pflegekraft. Wir finanzieren auch die verhandelten Tarife.
Warum bitteschön den Tarifpartnern dann nicht hin und sagen, jetzt nehmen wir die Chance wahr? Ja, aber das ist ja, ja, das, was ich gefragt habe. Aber die Spalte, ja, ich meine, nun weiß ich es nicht im Detail, aber da sind mir auch keine großen Forderungen bekannt. Ja, ich meine, ich habe auch darüber gesprochen mit will jetzt keine Namen nennen, wo ich gesagt habe, also Karriere in der Pflege muss sich auch lohnen. Wenn eine zweijährige Fachweiterbildung macht, eine dreijährige Ausbildung hinter sich hat, drei Jahre Berufserfahrung und dann Fachweiterbildung macht, egal wo, für den muss ich das tariflich dann auch niederschlagen. Ja, keine Frage. So, aber wenn mir dann geantwortet wird, ja, wir wollen alle gleich behandeln, also das habe ich noch nie gehört. Ich sag mal, überall da, wo ich Karriere mache, im Interesse der Arbeitgeber, wird sich das auch niederschlagen in meinen Einkünften und in meinen Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten. Also das wird nicht anders funktionieren. So, natürlich haben wir starke Verwerfungen und wenn man jetzt im Krankenhaus sowas zuließe und sowas machen würde, haben wir natürlich die großen Probleme, was ist mit dem Reha-Bereich, der ist übrigens an der untersten Schwelle, die haben die größten Probleme, was ist in der häuslichen Krankenpflege, was ist in der stationären Langzeitpflege und wie groß sind die Unterschiede dann auch noch zwischen den Ländern in diesen Bereichen, im SGB-11-Bereich? Ja, wir alle wissen, dass da, ich meine, ich sag mal, mein Beispiel ist immer so schön, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, wenn man eine Vollbeschäftigung in Niedersachsen 400 Euro brutto weniger verdient in der Altenpflege als in Nordrhein-Westfalen, dann gehen die im Grenzbezirk alle nach Nordrhein-Westfalen zum Arbeiten, weil es nicht so weit ist und die Pflegebedürftigen gehen nach Niedersachsen, weil da der Zuzahlungsanteil nicht so hoch ist. So, und dann sind die einen auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite. Und dann haben wir in 2,5 Jahren haben wir die ersten Pflegefachfrauen, Pflegefachmänner, die generalistisch ausgebildet sind, die können sich diese Welt, in der sie arbeiten, aussuchen. Und da wird die Rolle der Einkünfte doch auch eine Frage spielen. Das kann ja doch keiner sagen. Das heißt also, Menschen mit gleichen Kompetenzen, die müssen wir auch gleich bezahlen. Wir haben ja jetzt die Situation, die viele stationäre Langzeitpflegeeinrichtungen, Häuslichkeit, Reha schon beklagen. Bei uns laufen die Pflegekräfte weg. Die gehen in die Krankenhäuser, weil da wird alles refinanziert. So. Ja, die Tariflöhne, dann auch in der Altenpflege. Also wir haben ja da so Diskussionen geführt. Das wird ja auch nicht so ganz, ich sag mal, manchmal habe ich den Eindruck, nicht so ganz ehrlich geführt. Also wenn man dann auf einmal hantiert, mit Tarifzuwächsen von 30% oder 35%, na, dann sagt der geneigte Zuhörer am Rundfunkgerät oder im Fernseher dazu, nein, das ist ja was, das habe ich noch nie gekriegt. Man muss natürlich auch mal berücksichtigen, von wo startet man denn? Ja, und seit wann ist das passiert? Wenn es eine Tarifsteigerung ist von, weiß ich nicht, 2015, die sich dann entwickelt hat bis 2021, ja, dann finde ich das nicht so berauschend. Und wenn einer nach 3 Jahren Altenpflegeausbildung es Bereiche gibt, wo ich mit 1.800 Euro brutto starte, wo mir Altenpflegekräfte sagen, ich kann mir in München eine Tätigkeit als Altenpflegerin gar nicht leisten, wenn mein Mann nicht der Hauptverdiener wäre, dann zeigt das doch, dass wir ein Problem haben. So. Ja. Und dass wir da entsprechende Löhne brauchen, dafür sind die Tarifpartner verantwortlich. Aber eins will ich dir jetzt auch sagen, weil du es zu Anfang gesagt hast. Das ist der Punkt, der Große, was ein Gesetzgeber macht, und das haben wir ja gemacht, dass da, wo Tariflöhne gezahlt werden, diese, jetzt ich rede jetzt mal von der häuslichen Pflege, dass die nicht bei den Budgetverhandlungen als unwirtschaftlich abgelehnt werden. Aber da genau ist das Problem. Wir haben Bundesländer und Regionen, da funktioniert das. Mhm. Und andere Regionen, da setzen sich auch Pflegekassen und Krankenkassen weit davon entfernt und sagen, nee, also das ist doch unwirtschaftlich, weil. Und wenn das alles nicht mündet, bei der Pflegeversicherung ist es nicht so dramatisch, dann werden ja diese Budgetverhandlungen geführt in 2 Ressorts. Einmal Pflegeversicherung, Krankenversicherung. Und das ist für mich auch unverständlich, weil es eine Gesundheits- und Krankenschwester ist, die in die Häuslichkeit geht, dann arbeitet sie 10 Minuten für die Pflegeversicherung und weitere 10 Minuten für die Krankenversicherung und das zu unterschiedlichen Tarifen. Genau. So. Und jetzt sagt man bei der Pflegeversicherung, okay, da haben wir keinen Wettbewerb, da können wir nichts machen. Aber bei der Krankenversicherung, da können wir ja jetzt erstmal sehen, da muss dann der Pflegedienst verhandeln, Budgetverhandlungen führen mit möglicherweise 60 oder 70 unterschiedlichen Krankenkassen, weil das sind die Krankenkassen seiner Klienten. Mhm. Und das dauert ewig. Die Schiedsstellen sind nicht klar geregelt für diesen Bereich. Und dann kommt man irgendwann eine Schiedsstelle, so nach einem Dreivierteljahr, und dann sagen mir die ambulanten Pflegedienste, bei denen ich in diesem Jahr war, bis dahin sind wir insolvent. Wir wollen ja Tariflohn zahlen. So, und das dahingehend habe ich das zum Beispiel auch mit dem Bundesgesundheitsminister so besprochen. Und leider Gottes sind wir da noch nicht am Endergebnis.
Was ich möchte dabei, und das ist auch der ganz konkrete Vorschlag, ich möchte nur eine Budgetverhandlung. Punkt. Ein Vertragspartner der Pflegeversicherung, Krankenversicherung, der hier verhandelt. Und dann sind die Tarifräte klar. Eine definierte Schiedsstelle, nicht, dass jemand in der Krankenkasse oder Pflegekasse sagt, ich bestimme die Schiedsstelle. Eine Schiedsstelle muss unabhängig sein. Und dann möchte ich das Ding umkehren. Das heißt also, dass dort, wo jemand sagt, ein Unternehmen sich verpflichtet, Tariflohn zu zahlen, bekommt er diese Budgets prospektiv. Das heißt, er muss im Nachhinein beweisen, dass er das für Personal ausgegeben hat. Und nicht umgekehrt, weil jetzt haben wir die Situation, dass ganz viele sagen, sagen Sie mal, Sie haben uns nicht das Exemplar, das neue Formular XY geschickt. Was brauchen wir, damit wir auch sehen, dass Tariflöhne gezahlt werden? Wenn Sie 70 Krankenkassen haben, haben die 70 unterschiedliche Formulare. Dann sagt der Pflegedienst, ich habe aber das Formular, ich habe doch immer eins gehört, das gilt nicht mehr. Ja, aber das weiß ich ja nicht, ja, aber das ist ja Ihr Problem. Ja, und so zieht man das permanent hin. Also, und da gebe ich dir recht, da muss der Gesetzgeber, da bin ich dran und ich habe da mit so vielen Institutionen darüber geredet und dass wir das wirklich durchbrechen. Und ich merke, also da verändert sich auch etwas an der Front der Kassen, die mir da recht geben, weil auch dort die unterschiedlichen Verhandlungen natürlich dazu führen, dass gewaltig Bürokratie aufgebaut wird. Und wir können ein System, in dem wir beklagen, wir haben zu wenig Angebote, ja nicht damit weiterentwickeln und faire Löhne zahlen, wenn wir auch auf der anderen Seite, nicht zahlen und Institutionen in die Insolvenz treiben. Wir haben ja auch noch eine kleine Regelungslücke, gerade bei der Fragestellung, die du angesprochen hast, ambulante Pflege. Dort haben wir ja die SGB-V-Anteile und SGB-11-Anteile und diese Wirtschaftlichkeitsdefinition für Tarifverträge, die ist ja nur für den SGB-11-Anteil im Prinzip festgelegt und für den SGB-V-Anteil ist die eigentlich nicht festgelegt. Ja, das hat der Gesetzgeber natürlich von seiner Anlage her dann anders gedacht, aber man ist ja auch immer erstaunt über Kreativität. Natürlich. Aber, wenn ich doch sage, wie soll ich das machen? Ja? Ich kann ja nicht doch nach 5 Minuten sagen, so jetzt gilt ja ein anderer Tarifvertrag für diejenigen, der die Leistung erbringt. Wie schizophren ist das denn? Ja, man möchte das mal auf eine Autowerkstatt übertragen. Ja, also sorry. Also kein Wirtschaftsunternehmen würde sich das bieten lassen und gefallen lassen, dass das so geht. Also ich glaube, und da ist dann schon, finde ich, da ist dann schon der Bundesgesetzgeber gefragt, um zu sagen, wenn das so läuft, was wir vom Gesetz her anders angelegt haben und angedacht haben, wenn das nicht läuft, müssen wir hier nachschärfen und für Klärung sorgen. Das hat ja an anderen Stellen auch gut getan. Ich gucke jetzt mal auf die Fragen, die wir gestellt bekommen haben von den Kolleginnen und Kollegen. Eine Frage im Chat, die ganz aktuell ist. Sehr geehrter Herr Westerfellhaus, wie heißt Ihr Diskussionspapier, von dem Sie, ich gehe mal davon aus, gerade sprachen? Ja, da bin ich jetzt... Kollegin soll das nochmal konkreter. Ja, ich meine... Also wenn es nicht die Forderungen für selbstbestimmte Pflege waren, ich habe meine, wenn das gemeint war, das sind meine Vorstellungen, die ich formuliert habe für die Budgetverhandlung, die in einem Tenor geführt wird. Das ist entstanden aus Gesprächen mit ambulanten Einrichtungen, die mir ihre Sorgen geschildert haben, mit den anderen Staatssekretären, mit einer Vorstellung. Und Gesprächen mit den Kostenträgern und mit einem Vorschlag von mir an den Bundesgesundheitsminister. Das ist die Grundlage. Es sind aber dazu Aussagen zu finden auf der Seite des Pflegebevollmächtigten. Also da stehen diese Thesen auch. Und wenn da jemand sagt, dass er das nicht findet oder das, dann bitte einfach eine Mail an den Pflegebevollmächtigten, denn an die offizielle Adresse, dann würden wir das auch zur Verfügung stellen. Das ist die Grundlage. Und es ist auch nicht so schwierig, glaube ich, zu lösen. Das Problem, da muss man eine Entscheidung treffen. In die Tarifautonomie kann man natürlich schlecht eingreifen. Da kann man nur sagen, und ich kenne ja die Forderungen auch von den Verbänden, vom Deutschen Pflegerat, von der Pflegekammer über Einstiegsgehälter, wirklich ein etwas anderes zu regeln. Ich werde immer dazu gefragt. Herr May hat vorgeschlagen 4.000 Euro. Was halten Sie davon? Ich kann natürlich in meinem Amt nicht sagen, 4.000 Euro sind zu wenig oder zu viel. Das ist ein Verständnis. Aber ich finde, was es sein muss, ist schon ein deutlicher Zuwachs, und zwar für alle. Denn wenn wir einmal einen Schritt machen, indem wir Einschießgeld anbieten, dann haben wir nachher in den Folgejahren über die Tarifverhandlungen auch andere Zuwächse. Genau. Ja,
Wenn wir jetzt sagen, wir verhandeln jedes Jahr 2,5 oder sowas, ja, dann kommen wir ja nie da raus aus dieser Schleife. Also man muss einmal, und das hat damals ja, glaube ich, Marburger Bund bei den Ärzten, das ja auch funktioniert, dass man einmal sagt, also wir müssen hier Lösungen finden. Ja, Geld ist nicht alles, das sagt man mir auch immer wieder. Natürlich ist Geld nicht alles, aber Geld ist auch wichtig. Aber Geld ist, also ich möchte noch mal eins, ich habe es ja nicht angesprochen, du hast es ja angesprochen, 4.000. Ich will aber jetzt die 4.000-Euro-Perspektive ansprechen. Ich will nur noch mal einen Aspekt da auch noch mal sagen. Geld ist nicht alles, das ist total richtig. Also, aber Geld gibt ja Flexibilität. Geld gibt denjenigen, der das Geld bekommt, die, ähnlich wie du das vorhin gesagt hast, auch mit deinem Entlastungsbudget, die Möglichkeit, auch sich zu entlasten. Und die Möglichkeit, im Prinzip selbst zu entscheiden, okay, ich will keine, ich brauche mit 4.000 Euro, ja, aber ich brauche Entlastung und ich finanziere mir meine Entlastung, beispielsweise meine 75% Stelle, über diese 4.000 Euro Perspektive. Das kann ich halt nicht machen oder weniger machen, wenn ich nur 2.600 Euro habe, ja, und insofern trägt natürlich das Geld ganz individuell. Der eine braucht, zahlt und der will es auch verdienen und der kann auch Vollarbeiter und der Nächste sagt, okay, ich will aber weniger arbeiten. Und das ist im Prinzip die Selbstbestimmtheit dann auch der Berufsangehörigen. Ja. Ohne jetzt eine Summe zu nennen. Ja, also ich habe jetzt, ich darf mal vielleicht außerhalb der Tagesordnung, weil mir gerade was, ich lese ja den Chat auch mit, der geht ja schon so schnell, dass ich das gerade mehr so auf den Schirm kriege. Aber ich kann auch die Namen ja nicht alle erkennen, aber ja, die Dame, die gefragt hat, wie heißt das Diskussionspapier, hat er jetzt geschrieben. Hat er gefunden. Ja, das, was man auf der Homepage runterladen kann, es sind so viele. Ja. Ich habe da ein bisschen geschmunzelt. Spricht ja dafür, dass wir auch eine ganze Menge denn dann tun. Aber für alle gilt, wenn Sie es nicht finden, schauen Sie sich nicht, uns anzuschreiben. Und wenn Sie dazu eine Frage haben, das machen wir, das gebe ich immer innerhalb von eines Tages in diesem Verständnis, aber es wird alles beantwortet. Ja, und die anderen Geschichte, da hat jemand gefragt, um GBA mit den Qualitätssicherungsrichtlinien der Pflegefachmann aus den Versorgungssettings auszuschließen, zum Beispiel Kinderonkologie. Ja, das ist ja, also das haben wir ja wieder hingekriegt, ja. Also ich meine, ich war auch entsetzt, als das kam, weil das hätte ja die Generalistik torpediert. Also muss man ja einfach mal ganz klar sagen. Absolut. So, wer da so im Hintergrund gewerkelt hat, das überlasse ich der Fantasie, der Experten. Da wird der eine oder andere schon auf die Idee denn dann kommen. Aber das war ja nochmal auch so ein Beispiel, wo ich finde, dass Politik oder auch mein Amt und Politik und Berufsverbände und Kammer und Deutscher Pflegerat sehr gut auch zusammenarbeiten können, wenn da kam etwas, was da wirklich das System konterkariert. So, das BMG hat sich dann ja auch ganz klar dazu positioniert, jetzt muss der GBA einen neuen Vorschlag dazu machen. Und wie das dabei zugeht bei der anderen Frage, da wo mich jemand höflich fragt, wie ich den Sitz in einem GBA bei der Verteilung von zukünftigen Geldern mitbestimmungsrechtlich ist. Also da geht es ja nicht nur um die Gelder, sondern um ganz viele inhaltliche Fragen. Also ich glaube, der Grundsatz muss gelten, überall da, wo über Pflege gesprochen wird, muss Pflege mit Bestimmungsrecht am Tisch sitzen. Das gilt übrigens im gleichen Sinne auch für die Gematik. Wenn wir jetzt über die Digitalisierung reden, wenn wir über die digitale Kommunikation sprechen. Ich habe da jahrelang für gekämpft und es ist mir nicht gelungen, da einen Gesellschaftersitz zu haben. Das braucht eben aber die Macht, das durchzusetzen. Und, und das Geld. Grundlage, ja, und die Grundlage ist jetzt ja nicht ganz schlecht. Früher war man ja immer denen ausgesetzt, dass die Gesellschaftsversammlung pari-pari besetzt war. Und dann geht man erst vom einen zum anderen überzeugt und irgendwo bleibt wieder einer über, wird überredet und dann ist es wieder futsch. Jetzt hat aber das BMG ja 51% Anteil und ich glaube, es würde sich lohnen, da auch nochmal mit allem Druck dafür zu sorgen, das BMG zu überzeugen, ist da auch in der Gesellschafterversammlung. Also unsere Sorge, also wir haben uns damit auch schon auseinandergesetzt auf der Bundesebene, in der Bundespflegekammer. Und unsere Sorge ist da eher, dass die Partner, die da ja Gesellschafter sind, auch entsprechende finanzielle Anteile übernehmen. Und das können wir im Moment nicht. Also ohne eine Unterstützung ist das, also brauchen wir darüber gar nicht zu reden. Ja? Nein, aber ich habe da Ideen dazu, die möchte ich jetzt hier nicht ausbreiten, weil die muss man erstmal verhandeln und da mal vorschlagen und andere darüber nachdenken. Und wenn man sie zu früh veröffentlicht, dann geht eh nichts.
Gut, aber das ist das Kernproblem. Es liegt Ja, daran, dass wir das nicht und wollen. da muss man immer noch wählen. Man darf das Geld auch nicht permanent vorschieben. Ja? Also man muss dann trotzdem noch wollen. Nie. Ich habe auch häufig gemerkt, dass man Dinge dann so hoch hängt, dass man weiß, da kann, wir würden ja wollen, aber dann kann keiner mehr über die Latte springen. Genau. So, so. Gut, ich würde nur ein paar Fragen stellen, die bei uns im Vorfeld eingegangen sind. Jo. Erste Frage von Udo Haas. Udo Haas fragt, geht auf das Pflegekraft, diese Initiative Pflegekraft, wie war Mit mal, Pflegekraft genau, 2.0. Pflegekraft ein und fragt nach dem 80-20-Modell. Sehr schön. Und er fragt natürlich, warum ist es bisher nicht gelungen, ich lese das jetzt so im O-Text, im O-Ton vor, Ihren Freund Jens davon zu überzeugen, dass dies sofort umgesetzt wird. Naja, also ich meine, da kann selbst ein Bundesgesundheitsminister jetzt nicht einfach sagen, das machen wir jetzt mal einfach in allen Einrichtungen, weil auch da muss ja mit den Kostenträgern denen geredet werden. Und da wird natürlich, wenn man solche Modelle vorschlägt, wird ja immer, das war ja mein Vorschlag, im politischen Raum zu diskutieren, ob man nicht da mal Modelle auf den Weg bringt und die dann auch natürlich finanziert. So. Weil man muss natürlich auch immer beweisen, dass das, was da dann eintritt, auch passiert. Das heißt also, die Gesunderhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit mehr Präsenz am Patienten und gleichzeitig attraktivere Rahmenbedingungen und sichere Freizeitplanung und damit auch die Rückgewinnung von Menschen, die ausgestiegen sind, weil sie einfach nicht mehr können. Das war ja der Hintergrund. Ich habe damals sehr dafür geworben. Ja, ich so im Nachhinein, wenn ich so in mich horche, vielleicht war es ein bisschen zu früh. Aber alle haben danach gerufen, es muss sich was tun und mach mal vernünftige Vorschläge. Und ja, ich weiß, wie die damals, das habe ich, da habe ich schon einiges einstecken müssen dafür, ja? Auch aus Krankenhausseite. Jetzt machte das Problem größer, als es vorher war. Wir waren 120% arbeiten, nur nicht 80. Das sind die unglaublichsten Vorstellungen. Und ich habe dafür geworben, 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 geworben. Und dann waren zwei Krankenhäuser in Hessen, die Gott sei Dank sich auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, wir machen das. Das scheint eine gute Idee zu sein, wenn wir es machen. Ein großes Universitätsklinikum, mit dem diskutiere ich das auch schon die ganzen Jahre. Und das auch dann einzuführen. Und die beiden Krankenhäuser in Hessen haben es dann gemacht. Und irgendwann hat mich dort der Chef dann angerufen, ganz entnervt. Wissen Sie, Sie haben uns so über den Klee gelobt, dass wir es endlich tun. Jetzt müssen wir es einstellen. Weil die Kostenträger gesagt haben, wer nur 80% arbeitet, der bekommt auch nur für 80% Geld. Das hat mich ziemlich sauer gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich kann es schon so deutlich sagen. Ich habe es auch öffentlich gesagt und diejenigen, die das dann verschuldet hatten oder zu verantworten hatten, hatten sich dann auch etwas auf die Füße getreten gefühlt. Wenn man doch eine Idee hat, zu versuchen, ob etwas funktioniert. Und wenn ich damit beweisen kann, ich gewinne mehr Mitarbeiter, die Mitarbeiter sind gesünder, die Ausfallzeiten sinken, dann erwarte ich von allen Beteiligten, die sonst keine besseren Vorschläge haben, dass man das macht. So. Da kann man natürlich sagen, was macht der Gesetzgeber, warum finanziert der Gesetzgeber diese Modelle nicht so, dass wir sagen können, da können für 10 Einrichtungen in Deutschland machen. So. Ja, das GVWG, jetzt haben wir es geregelt. Gott sei Dank, da steht es drin, dass genau diese Modelle für familienfreundliche, gesunderhaltende Arbeitsmaßnahmen denn dann finanziert werden können. Jetzt können die Krankenhäuser wieder anfangen und sagen, so, das möchten wir gerne ausprobieren. Wir müssen dann, da ist natürlich auch das Verfahren auszuschreiben, wie man das macht. Aber jetzt können wir auch solch ein Modell in den umsetzen. Ja? Ich glaube nach wie vor, dass es das ein guter Ansatz ist. Und wie man den denn im Detail ausgestaltet. Aber ich glaube, bitte, wenn einer einen besseren Vorschlag hat, ja immer gerne, habe ich damals schon gesagt. Ja, aber keine Vorschläge zu machen, ist immer die schlechtere Variante. Aber jetzt, GVWG steht es drin. Familienfreundliche, gesunderhaltende Arbeitsmaßnahmen, Modelle dafür sind zu finanzieren. Das ist auch ein Teil des GVGs, neben der Verordnung häuslicher Krankenpflege als Blankorezept, dass es durch Pflegeexperten endlich mal selbstständig ausgefüllt werden kann, was notwendig ist für die Patienten mit der eigenen beruflichen Perspektive und die verpflichtenden Auswirkungen der Einkommen. Mein Gott, hat das gedauert, ja. Es gibt jetzt zwei Fragen zum Thema also neuen Übernahmen heilkundlicher Tätigkeiten, Substitution von Tätigkeiten Ja. und
und Übertragung von Heilkunde auf Experten. Eine ist aus Facebook von Karin Blank-Köster und eine kommt von der Kollegin Bergstresser. Ja, Katrin Blank-Köster ist mir gut bekannt und ich beantworte beide Fragen. Also nochmal, wir kennen ja alle die Grundlage aus dem des gemeinsamen Bundesausschuss 2012, die 5 Modelle zu erproben, Versorgung chronischer Wunden, geriatrische Versorgung, Hypertonus und so weiter und so fort. Keines dieser Modelle ist vernünftig zum Laufen gekommen. Es wird mir zwar immer berichtet, dass ein Modell schon einen Weg gefunden hat, aber ich glaube, dass das alleine reicht nicht. So, und deswegen bin ich froh, dass wir es jetzt im Gesetz verankert haben, dass die im Änderungsantrag steht es drin, die Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten, und dass wir sagen können, dass wir bestimmte, dass jetzt in jedem Bundesland verpflichtend mindestens ein Modell erprobt werden muss, also mindestens eins, damit ist ja auch alles andere offen. Und ich habe zwei interessante Reaktionen dazu wahrgenommen. Das eine ist, dass schon doch nicht unerheblich viele Einrichtungen auf mich zukommen und sagen, wir hätten da eine Idee. Zum Beispiel geriatrische Versorgung, da sind wir sehr weit. Glauben Sie, das ging ja auch? Ja, genau, das geht. Ja, das sind genau diese Dinge. Ist das natürlich von Vorteil, wenn man zunächst mal die heilkundlichen Tätigkeiten nimmt, die wir ja schon als Modelle entwickelt haben, weil wenn man ja, ist man ja am schnellsten am Zug. Die andere sehr interessante Variante ist, dass ich gelesen habe, dass der Spifa sich in der Ärztezeitung sehr echauffiert hat, zu kurz vorm Ende der Legislaturperiode und dann als Schnellschuss aus der Hüfte vom Bundesgesundheitsminister, was die Übertragung der Heilkunde denn dann an andere Berufsgruppen angeht, an die Pflege, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe dann öffentlich und deutlich gesagt, also liebe Leute, mal ein bisschen zurücklegen, ja, 2012, gemeinsamer Bundesausschuss, da war das schon angelegt. Ne? Das sollte erprobt werden, evaluiert werden und dann in die Regelversorgung. Und dass man dann nach 10 Jahren ist aus der Hüfte geschossen, finde ich ja ein bisschen, naja, mehr als unverständlich. Das ist nur der Einstieg. Aber jetzt ist er fixiert. Mhm. Es ist das fixiert, was im Berufsgesetz drinsteht. Ja, die Befähigung zur selbstständigen Ausübung der Heilkunde. Und jetzt müssen wir da dran gehen, was sind die Inhalte, wie kommen wir zu den Qualifikationen. Was sind die vorbehaltenen Tätigkeiten? Da sind die Experten ja längst damit auch dabei und beschäftigt, das dann zu formulieren. Aber es ist der so, ach so wichtige Einstieg. Ich ärgere mich immer ganz fürchterlich, wenn ich in Versorgungsgebiete komme, wo beklagt wird, dass so und so viele Hausarztsitze frei werden in der Zukunft, dass zwischen Pflegestützpunkt und Pflegestützpunkt und nächstem Arzt 20 Kilometer Wegstrecke sind, wo man versucht, mit Geld Menschen dorthin zu ziehen, damit sie sich eine Praxis aufbauen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen die Kompetenzen, den Qualifikationenmix einsetzen und nutzen, der schon da ist und diesen weiterentwickeln. Dass dieses Zusammenspiel der Berufsgruppen auf eine andere Basis gestellt wird. Jetzt nicht einfach wild durcheinander, natürlich definiert, natürlich berufsrechtlich abgesichert, natürlich haftungsrechtlich abgesichert, natürlich leistungsrechtlich. Und da ist für mich immer das Lieblingsbeispiel, wenn jemand mich fragt, ja wie, was machen Sie damit? Ja, einfach, chronische Wunde. In der häuslichen Pflege ist die Wundexpertin die Erste, die sieht. Die sagt, und damit hat sie die Diagnose getroffen, sie hat die Diagnose gestellt. Sie kann eine therapeutische Entscheidung treffen. Dafür braucht sie ein eigenes Budget, außerhalb jedes anderen Budgets. Und dann muss sie in die Kompetenz versetzt werden, dann andere Berufsgruppen dann hinzuzuziehen, weil sie sagt, oh Mensch, der Diabetes, der scheint auch entgleist zu sein und ich habe die Durchblutungsstörung und ich weiß nicht, was sonst noch was. Ja, dann auch dieses Wechselspiel, da kommen dann auch Kommunikationsstrukturen wie Telematikinfrastruktur, dafür brauchen wir die Digitalisierung, damit ich auf einer Ebene miteinander reden kann. So, das ist für mich der Einstieg, wir können nicht einfach versuchen, das müssen wir alles mit einer Berufsgruppe regeln, in Kästchen denken, in Gleisen, und in Gräben möglicherweise, sondern wir müssen das verzahnen. Wenn alle beklagen, wir werden weniger, muss man doch mehr an Verzahnung denken. Und das ist das, was ich eben gemeint habe. Wir sind seit über einem Jahr dabei, Strategieprozess zur Neujustierung der Zusammenarbeit der Gesundheitsfachberufe. Da gehört nicht nur Pflege zu. Da gehören die anderen Berufe wie Physiotherapie, Ergotherapie natürlich auch dazu und die Hebammen, da muss jetzt keinen vergessen, und die Ärzte. Aber es wird nur gemeinsam gelingen mit den Berufsgruppen, uns diesen Herausforderungen und der Leistungserbringung widmen. Und dann wird das Berufsbild natürlich auch gemessen an seiner Verantwortung ein ganz anderes. Mhm. Also mich würde es permanent frustrieren, wenn mir jemand sagen würde, du kannst das zwar, aber lass mal, ich kann es besser. Meine Erfahrung aus der Intensivpflege ist immer noch die,
junger Assistent also aus dem Studium kam, war der froh, wenn erfahrene Pflegekräfte denn dann Nachtdienst mit ihm hatten. Ja, und hat auch uns gehört, wenn wir gesagt haben, so besser nicht, ja. Aber das hat sich dann irgendwann mal nivelliert im Erkenntnisgewinn und auf einmal war der andere wieder unser Vorgesetzter. Ja, und dann verschiebt sich das plötzlich. Und das ist das, was ich damit meine. Miteinander, wertschätzend, nicht im Nirvana, berufsrechtlich abgesichert, unter der Respektierung der Kompetenzen der anderen. Das heißt aber in der Konsequenz auch, dass wir wissen müssen, was andere können. Und da bin ich mittlerweile auch dabei, dass ich sage, wir müssen uns auch mal gucken, welche Sparten und welche Teile auch in einem gemeinsamen Studium, in einer gemeinsamen Ausbildung können die Berufsgruppen auch gemeinsam absolvieren. Ich verrate mal ein Geheimnis. Bis ich gewusst habe, was eine Physiotherapeutin im Krankenhaus leistet, so in meiner Ausbildung oder nach meiner Ausbildung, hat relativ lange gedauert. Mhm. Ja, und auch auf der Intensivstation, weil Physiotherapie haben wir dann immer am Freitag bis Montagmorgen gemacht, weil dann waren keine Physiotherapeuten denn dann da. Und dann kam die Physiotherapeutin und hat mir gesagt, hast du einfach falsch gemacht. Ja, also wenn man nicht voneinander weiß, wo die Kompetenzen sind, dann streitet man sich darüber, zu wem die Pneumonieprophylaxe gehört oder die Mobilisation. Ja, und das kann doch nicht Sinn sein, sondern wir müssen die Kompetenzen da einsetzen, wo sie hingehören und das tun lassen, wer am besten was kann und das transparent. Und dann werden die Menschen in der Ausübung zufriedener. Dann werden daraus auch natürlich tarifliche Eingruppierungen abgeleitet werden können. Ja. Für mich ist eine Fachpflegekraft auf der Intensivstation der Onkologie, in der Psychiatrie und so weiter, ist ein Master gleichzusetzen. Die kommt damit in eine andere Qualitätsstufe. Und dann reden wir eben nicht mehr über Eingruppierungssituationen, weil die sind da. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt nochmal auf eine Frage aus dem Krankenhaus-Setting eingehen, die sich nochmal auf das Pflegebudget bezieht von Christa Keinburg. Sie hat wohl die Erfahrung gemacht oder die Rückmeldung, dass obwohl ja das Pflegepersonal sicher refinanziert wird, es Arbeitgeber, Krankenhausträger gibt, die den Mitarbeitern mitteilen, dass das Weihnachtsgeld dieses Jahr nicht ausgezahlt wird. Unabhängig davon, sag ich mal, ob das strategisch sinnvoll ist, als Arbeitgeber so aufzutreten. Genau, vielleicht. Ich bin ja immer erstaunt, was ich dort immer wieder Neues höre. Ich habe letztens in der Zeitung lesen können, es war in Brandenburg, da hat man sich gebrüstet, aus dem Tarifvertrag auszusteigen, weil man gesagt hat, das Land kommt den Investitionskosten nicht nach und man wird hier keine Tariflöhne mehr an die Pflegenden zahlen. Also da haben dann Menschen tatsächlich das nicht verstanden, was wir im Gesetz geregelt haben, nämlich die Refinanzierung. Ja, also das gehört in die Budgetverhandlungen. Und die muss dann aber auch bereit sein, durchzuhalten. Und wenn jemand sagt, da steige ich aus dem Tarifvertrag aus, weil der hat es ja nicht verstanden, der geht ohne Not in eine Personalmangelsituation, entweder kennt das Gesetz nicht. Und wenn dann jemand hingeht, liebe Ex-Kollegin aus der DGF, und sagt, ich zahle das Weihnachtsgeld nicht, das ist Bestandteil des Tariflohns. Was soll denn das? Und da hoffe ich, dass dann aber Pflegekräfte auch mutig genug sind, wenn sie dann können, eine Entscheidung zu treffen. Genau. Ja, das ist die andere Seite der Medaille. Ich will das auch mal hier an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Auch da geht es vor allem, Sie haben die Steuerungsmöglichkeit, auch in einem Ernst. Man hat in meiner Nähe einen diakonischen, großen, stationäre Langzeitpflegeeinrichtung. Ein Privat hat das übernommen. Hat allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Jahren angeboten, dass sie weiter beschäftigt werden. Und bei einem Lohnverzicht auf 25%. Und das Schlimmste daran ist, dass es, glaube ich, keine Kündigung gibt. Und wenn wir nicht lernen, wenn Pflegende nicht lernen, ihr Machtpotenzial da auszuspielen und zu sagen, nee, nicht mit uns. Das kann es nicht sein. Dann wird man auch zum Spielball solcher Entwicklungen. Und dafür braucht es Gewerkschaften. Und dafür braucht es auch Gewerkschaften, die es ernst nehmen. Und bei der Gelegenheit darf ich sagen, wir alle kennen die Gewerkschaften, die zurzeit ja sich für Pflegende einsetzen. Jeder mag beurteilen, wie intensiv. Das sind Verdi, Comba. Und ich bin auch froh, auch wenn das nicht alle so sehen, dass sich aus der Pflege heraus eben auch eine Gewerkschaft auf den Weg macht und sagt, ja, wir setzen uns jetzt für die Pflegenden selber ein. Und das ist das Entscheidende, sich auf den Weg machen. Es ist morgen deswegen nicht alles gelöst, aber das sich zurücklehnen und zu sagen, es wird immer alles schlimmer, hat noch nie was bewirkt. Und ich weiß, dass das schwer ist. Ich bin in die Pflegeberufspolitik nur gekommen,
Weil damals ein Kollege, der mir vorgesetzt war, hör auf zu meckern, ich kann es nicht mehr hören, tu was. Geh bei uns in den Verband, in den Berufsverband, ja, und dann nahm das Chaos dann noch, ja. Okay, vielen Dank. Bevor wir jetzt nochmal uns dem SGB-11-Bereich mit einem Fragenkomplex zuwenden, nochmal eine Frage des Kollegen Frank Voss. Der fragt, was wurde dann durch den Pflegebevollmächtigten in der Corona-Pandemie gemacht? Ja, was waren die Initiativen, die ihr, sag ich mal, gerade in dieser schwierigen Zeit vorangebracht habt? Oder wie hat der Arbeitsalltag ausgesehen? Vielleicht, da auch auf die Zeit achten bei der Beantwortung. Vielen Dank. Ja, das ist die Corona-Pandemie dauert anderthalb Jahre und dann sollte ich das jetzt kurz machen. Naja, ich versuche es ja trotzdem. Also ich sage mal, das war natürlich ganz ehrlicherweise schon auch reaktionsgeprägt. Also ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir in allen Sektoren so wenig Schutzkleidung haben. Das hätte ich nie geglaubt. Und dass auf einmal es so schwierig ist, einen Nachschub zu besorgen. Ja klar, da kommt man dann auch auf den Weg, ist das wirklich so? Oder? Macht man sich auf den Weg, denn dann nach Strukturen zu suchen. Als es darum geht, die vielen Menschen, die isoliert waren in den Pflegeeinrichtungen, die mir pro Tag manchmal in den Spitzenzeiten 200 Mails, Briefe, Telefonate dann gesendet haben, sie sind isoliert, sie fühlen sich alleine, der Gesundheitszustand verschlechtert sich einzumischen. Ich habe regelmäßig mit der Gesundheitsministerkonferenz zusammen, wie können wir die Isolation aufheben, trotzdem Infektionsschutz dann durchzusetzen. Was können wir tun? Wo ist gerade die Not in den Verbänden? Ich habe regelmäßig mit den Verbänden deine Konferenzen abgehalten. Wo brennt es heute? Ja, jetzt kommt die Testverordnung, aber wir haben keinen, der bei uns testet. Dann Ausnahmemöglichkeiten zu sorgen, dass es auch andere Berufsgruppen machen können, eben nicht nur die Pflege. Dann kamen die Bundeswehrsoldaten als Idee dazu. Wie muss man das finanzieren, damit es nicht einer finanziert? Dann ging es los mit den Impfungen, als die Diskussion ging über die Impfskepsis. Oder die Impfverweigerung bei den Pflegenden, wo ich mich massiv eingesetzt habe. Nein, es sind keine Verweigerer. Wir brauchen mehr Aufklärung. Wir müssen erklären, warum das notwendig ist. Ja. Skeptiker, dann haben das nicht richtig gemacht mit diesen Erklärungen. Also das waren dann die vielen Gespräche mit den Intensivstationen, die gesagt haben, wir machen es nicht mehr. Wir laufen an der Kante. Eine Weiterbildungsstätte hat sich bei mir gemeldet, bei Jens Spahn und mir einen offenen Brief geschrieben. Wir machen nicht mehr weiter, wenn ihr nicht kurzfristig was macht. Ich habe mit der DIVI, der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung der Intensivmedizin und der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste gemeinsam ein Positionspapier auf den Weg gebracht. Kurzfristige Handlungsziele, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Das können Sie googeln und ansonsten müssen Sie mich anschreiben, wenn Sie es nicht finden. Das sind die Strukturen und das für alle Sektoren. Also diese Pandemie, also sie war auch persönlich, ich will jetzt nicht um Mitleid heischen, aber sie war persönlich belastend, wenn ich so sage, die wahrzunehmen, dieses Leid. Ich kann gar nicht sagen, was am schlimmsten war, aber es war sehr schlimm, als mich eine Frau unter Tränen anrief, ein Mann unter Tränen anrief, seine Frau hatte einen Herzinfarkt, musste mit dem Notarzt ins Krankenhaus, aber er stand unter Quarantäne selber. Und hat dann einen Tag angerufen im Krankenhaus, wie geht's denn meiner Frau? Ich würde sie gerne besuchen, nein, das dürfen sie nicht, solange sie noch in Quarantäne sind. Ich darf mit ihr sprechen, dann dürfen sie auch nicht. Dann hat er 3 Tage niemanden an die Strippe gekriegt. Und am 4. Tag hat er eine Krankenschwester dann an der Strippe gehabt, die gesagt hat, hat man sie nicht angerufen, ihre Frau ist vorgestern verstorben. Also wer etwas zur Belastung wissen will, natürlich, es war auch vieles über Streit geprägt. Das kriegen sie jetzt noch alle mit. Ja, klar. Wenn wir vorher alles gewusst hätten, hätten wir manches andere gemacht. Und Jens Spahn hat in vielen Dingen einfach recht. Ich finde, da sind auch jetzt ungerechte Vorwürfe dabei, indem er jetzt einfach sagt, zu viel Kosten rausgeschmissen, Masken dann beschafft, die man dann anschließend nicht braucht, wo das 3., 4. Gütesiegel letztendlich nicht drauf war. Aber es ging auch darum, handlungsfähig zu bleiben, nicht Menschen zu gefährden. Ich will nicht schönreden, wer sich da bereichert hat oder da meinte, er könnte da irgendwas für sich auf den Weg ziehen. Das ist sicherlich zu verurteilen, in aller Konsequenz. Aber jetzt nachzukarten und das dem politischen Gezänk zu überlassen im Rahmen des Wahlkampfs, da hätte ich mal den einen oder anderen sehen müssen, wo waren sie denn alle mit konkreten Vorschlägen? Ich habe viel mehr Abers gehört, um was nicht geht, als Vorschläge, wie es gehen könnte. Ja.
Also ich könnte da, weil es mich emotional sehr berührt hat, diese Zeit oder auch weiterhin noch berührt, weil wir jetzt schon wieder darüber reden müssen, bei den Delta-Varianten. Mhm. Weil ich gestern erfahren habe, dass es wieder Todesfälle gibt in stationären Langzeitpflegeeinrichtungen, wo Menschen versterben, die geimpft sind. Wo ich weiß, dass da Menschen auch sind, ich habe heute von einer Werbeseite gehört, das ist unglaublich, die dafür wirbt, wir vermitteln ihnen Arbeitsplätze in der Pflege, auch unter der Voraussetzung, dass sie nicht geimpft sind. Ja, ich bin sprachlos dabei und das ist noch nicht zu Ende, zeigt aber auch, wirft aber auch viel Schatten auf einige Bereiche. Ich hoffe, dass wir alle daraus miteinander auch die richtigen Konsequenzen ziehen. Da Fehler gemacht zu haben, finde ich, war nicht zu verhindern. Aber was wirklich mehr als schlimm wäre, wenn wir aus diesen Fehlern nicht lernen. Mhm. Und unsere Handlung für die Zukunft ziehen. Und das ist kein Selbstläufer. Mhm. Ich glaube, dass vielen das klar ist. Aber dafür braucht es eine breite Allianz. Weil, machen wir uns nichts vor, das braucht Veränderung, das braucht Mut, das braucht Kreativität. Ja, und am Ende des Tages kostet es auch Geld. Ja. Und bequeme Sorgen. Und wir müssen das alle bezahlen. Das muss auch klar sein. Aber wir denken an die Akademisierung. Genau. Liebe Frau Katrin Blank-Köster. Na, selbstverständlich. Es ist eine meiner großen Baustellen, für die ich mich eingesetzt habe. Ja, und wenn ich jetzt sehe, dass das da an diesen Stellen nicht läuft, weil nicht richtig durchfinanziert, weil nicht genügend Lehrstühle da sind, weil nicht genügend Qualifikation angeboten wird, weil man versucht, für Lehrer das Qualifikationsniveau von Master auf den Bachelor abzusenken, den man eigentlich übrigens auch nicht hat, ja, dann war das vorauszusehen und wir müssen etwas tun, damit diejenigen, die Pflegeprimär qualifizierte Studiengänge belegen, dass denen klar ist, was sie hinterher tun, ja, damit sie auch klar haben, welche Karrieremöglichkeiten haben sie, dass wir Konzepte haben, in denen sie arbeiten werden letztendlich und dass wir zumindest auch die Praxiseinsätze denn dann vergüten. Vergleichen wir das doch mal mit Systemen oder Bildungssystemen im dualen System. Ja, da wird alles durchfinanziert, inklusive Mietkostenzuschläge und so weiter und so fort. Und das ist der Brennpunkt, den wir haben. Und da, glaube ich, ist noch nicht allen klar, was wir tun müssen, damit sich das an der Stelle verändert. Also Akademisierung steht auch nicht. Mhm. Auch auf dem Schirm. Gut. Ja, Birgit Hansen hat uns einige Fragen gestellt. Ich will mal anfangen mit der ersten Frage. Mit Datum vom 22.03. wurde eine überarbeitete Version der Begutachtungsrichtlinien freigegeben, vom medizinischen Dienst auch, Begutachtungsrichtlinien für den medizinischen Dienst. Dort wurden Konkretisierungen vorgenommen, also in einem Deckmantel der Konkretisierung und der besseren Verständlichkeit wurden Aspekte eingeführt und die im Prinzip jetzt nicht mehr die dazu geführt haben, dass beispielsweise die Einschränkung der Selbstständigkeit nicht mehr geltend gemacht werden kann. Und das ist ja ein entsprechend wichtiger Punkt zur Erlangung höherer Pflegegrade, während bei der Erarbeitung der Grundfassung Pflegeverbände und die Bundesverbände der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege und die Berufsverbände mit einbezogen waren, gab es wohl diesmal gar keine Einbeziehung. Ja, sie hat das Anliegen, dass man das auch nochmal entsprechend politisch adressiert. Das Gesundheitsministerium ist dann auch hingegangen und hat die überarbeitete Fassung freigegeben. Offensichtlich auch mit dem Wissen, dass es halt keinen Einbezug stattgefunden hat. Ja, ich weiß das und ich kann da jetzt auch dann nicht alles schönreden, wie das da gelaufen ist. Muss ja auch nicht. Ich finde das berechtigt, die Kritik, die da angesprochen ist. Und zwei Dinge dazu. Ich denke, wir müssen da schnellstmöglich ran. Es gibt da auch noch andere Strömungen dazu, das muss ich auch sagen, die auch noch aus meiner Sicht noch andere Ideen dazu haben. Und das Zweite ist, gerade bei solchen Anliegen, die Sie formulieren, Sie würden mir und meinen Mitarbeitern in meiner Abteilung sehr helfen, wenn Sie durchaus auch für die Zukunft ganz konkret sowas damit sich an mich wenden,
und am besten gleich einen Lösungsvorschlag dabei. Also was geht nicht und was sollte sein? Weil ich habe manchmal ein bisschen Mühe, dann auch durchzudringen, wo ich sage, da läuft was falsch. Weil den Pflegebevollmächtigten, dem sagt man immer, na klar, dass der das sagt jetzt. Ja, ne? Aber wenn ich etwas untermauern kann mit sehr viel authentischen Aussagen auch aus der Praxis, dann habe ich es auch manchmal einfacher, diese Dinge denn dann die entsprechenden Ziele zu kennen. Ich kenne die Kollegen gut. Ich möchte sie einfach ermuntern, sich auch an uns zu wenden. Und ich weiß, dass natürlich wahnsinnig viele Briefe kommen, auch an den Bundesgesundheitsminister, auch an die unterschiedlichen Abteilungen. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit, und da ist das eine oder andere schnell denn dann auch untergegangen, möglicherweise. Aber dann setzen Sie mich mindestens mal mit in CC, dass wir auch selber von unserer Seite nochmal nachfragen können. Wir sind in diesen Bereichen auch mitten im Thema drin und wir sind auch dabei. Ja, Sie hat gemeldet, habe ich in der Vergangenheit schon gemacht und mache ich gerne mit meinem aktuellen Anliegen wieder. Also du wirst demnächst Post von ihr bekommen. Die zweite Frage, sie ist, wenn ich das sagen darf, Heimleitung in der Altenpflege. Sie stellen jetzt halt in der Altenpflege fest, dass aufgrund der Einführung der generalistischen Pflegeausbildung halt weniger Schüler auch im Praxisfeld zur Verfügung stehen, wie das vorher der Fall war. Und machen sich da große Sorgen. Zum einen natürlich, was den Dienstplanaspekt angeht. Gut, da ist immer eine kritische Diskussion, denke ich, was die Funktion von Auszubildenden angeht. Da geht man vielleicht jetzt auch weniger drauf ein. Aber zum anderen auch, dass es natürlich weniger Ausbildungsmöglichkeiten gibt dann auch oder weniger Möglichkeiten für Schüler zu erfahren, dass das ja auch interessante Beschäftigungsbereiche sind. Ja. Also auch da kann ich nicht verneinen, dass da doch jetzt einige Dinge noch nicht so ganz rund laufen. Das ist natürlich auch, was da angesprochen worden ist, abhängig davon, bin ich Anstellungspartner, bin ich kein Anstellungspartner, bin ich offizieller Kooperationspartner. Ja, ich weiß, dass da auch Einrichtungen hingehen. Ich habe auch von Krankenhäusern gehört, die sagen, also nur das Minimum wird außerhalb verbracht, das, was der Gesetzgeber vorgeschrieben hat. Ich weiß, dass zum Beispiel es auch Bereiche gibt, in einem Bundesland, habe ich es gerade gehört, hat mir jemand geschrieben aus dem Ausbildungsverbund, dass ambulante Einrichtungen sich weigern, überhaupt Auszubildende für die praktische Ausbildung zu nehmen. Das finde ich, ist eine Katastrophe, weil deswegen findet in dieser Schule zum 1. Oktober wahrscheinlich kein Kurs statt, weil die nicht belegen können, dass sie Einsätze auch in der häuslichen Pflege dann nachweisen können. Die Rehabilitationseinrichtungen melden sich jetzt, wo sie ja anfangs bei der Finanzierungstopf nicht mitmachen, dass das für sie, weil sie abgehangen werden, eine Katastrophe ist, weil man das berusselt, weil das Arbeitsfeld noch nicht mehr entdeckt. Wir haben Regionen und da funktioniert es tadellos, gar keine Frage. Und wir haben andere Regionen, wo einfach auch Institutionen konkurrierend möglicherweise miteinander nicht sprechen. Ja, ich weiß, dass Altenpflegeeinrichtungen auch in Deutschland dabei sind, die sagen, wir finden überhaupt gar keinen Partner. Ich weiß, dass wir ehemalige Altenpflegefachseminare sich an mich wenden und sagen, uns will in der Kooperation niemand. Ja, also wir versuchen dann schon mal, wenn man es so konkret wird, also auch mal dann in Einzelfällen dann einzutreten und dann mal das Telefon an den jeweiligen Landrat oder in die Hand zu nehmen. Manchmal wirkt das. Aber wenn es natürlich so grundsätzliche Geschichten sind, also da bin ich schon der Meinung, da müssen wir dann einfach nochmal nachjustieren. Ich habe ja letztens jemals gehabt, auch diese psychiatrischen Einsätze, alle bei ganz großen Ausbildungsstellen, alle am Ende der Ausbildung, führt zu gewahnsinnigen Verdichtungen und natürlich auch zu Überlastungen. Also ich glaube, wir müssen hier noch mehr Flexibilität reinbringen. Was kann man zum Beispiel auch alternativ anrechnen für Einsätze, wenn nur partout einer nicht will, wobei wenn die Einrichtungen, das verstehe ich dann eben nicht, alle miteinander beklagen, dass wir keinen Nachwuchs bekommen, dann ist es für alle verdammt nochmal eine Aufgabe, auch auszubilden. Und dass es nicht sein kann, dass man da Institutionen rauslässt, wie da jetzt eben geschildert, ich finde das einfach schäbig. Sie weist darauf hin, dass sie natürlich auch dafür wirbt, dass man die Anrechnung, die Schüleranrechnung auf den Stellenplan nicht nur im ersten Jahr, aber ich glaube, da
wenn Sie ja auch mehr, mehr, mehr war nicht drin. Also ich meine, ich will jetzt kein Eigenlob, aber ich habe mich für das erste Jahr, ich habe damals formuliert, runter vom Stellplan. Ja? Mhm. Und dann ist es leider Gottes ein Kompromiss oder Verhandlungsmasse, dass man sagt, okay, ein Jahr. Mhm. Ja? Man hat mir damals auch gesagt, was das pro Jahr kostet, vom Stellenplan runter. Ich glaube, wir haben, das ist nie zu Ende, so eine Geschichte. Und ich glaube, das werden wir weitertragen, weil wenn wir Ausbildung zur Ausbildung machen wollen und halten wollen und nicht der Wertschöpfung anheimfallen lassen dürfen, wie es jetzt in manchen Bereichen passiert. Ja, ich habe die Idee, Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr zum Testen einzusetzen, tagelang nicht für gut gehalten. Mhm. Aber ich weiß, was dann passiert. Natürlich muss man auch testen lernen, gar keine Frage, bitteschön. Aber wenn ich sage, ich bin jetzt nur noch zu einem Daten aufnehmen und testen, dann merke ich doch schon, was schief läuft. Mhm. Ausbildung ist Ausbildung und Ausbildung gegen nicht der Wertschöpfung. Punkt, aus und Komma. So, und dass man damit nur von dem Stellenschlüssel runterkommt, bedeutet allerdings auch, dass, ne, muss man dann auch dazu sagen, dass die Praxisanleiter dann auch, die wir ja freigestellt haben, die wir refinanzieren, dafür, dass sie es auch machen dürfen. Und sie glauben gar nicht, wie viel Proteste ich auch von Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren bekomme und sagen, wir können sie fordern, die Praxisanleitung freizustellen für eine praktische Ausbildung. Das können wir uns in Corona-Zeiten gar nicht leisten. Liebe Leute, wir können aber nicht nur über Corona reden, sondern wir müssen auch darüber reden, wie wir das Personal halten wollen, wie wir es ausbilden wollen. Da verlange ich und erwarte ich eigentlich schon Ideen. Da kann man natürlich immer sagen, ja, der Pfleger bevor mich hier sitzt in seinem Büro und hat gut reden. Aber wenn ich dann nicht gemeinsam nach Lösungen suche, dann habe ich auch kein Recht, etwas anderes dann zu kritisieren. Entschuldigung, dass ich da mal so emotional werde, aber zu sagen, das kann ich jetzt auch nicht. Ja, dann soll man mir mal sagen, wie. Und gleichzeitig beklagen, dass die Aussteigerquote auf 30%, Abbrecherquote auf 30%, denn dann steigt. Und so geht es nicht. Die Herausforderungen sind groß und genau, es gibt noch viel zu tun, wie du schon gesagt hast. Ja, eine Frage bezieht sich auf die Zeitarbeit. Ja, dass ja teilweise auch Dienstwagen und alles Mögliche zur Verfügung gestellt werden. Ja. Hier gibt es die große Sorge und die Erfahrung auch, das ist auch noch die Kollegin Hansen, dass im Prinzip ja da auch der Fachkräftemangel verschärft wird. Gibt ja es da irgendwelche, da hat sich ja die Bundesregierung oder zumindest der Bundesgesundheitsminister auch schon mehrfach dazu geäußert, aber im Gesetzestext haben wir bis auf die Regelung im Pflegepersonalstärkungsgesetz, wo ja schon auch eingeführt wurde, dass es höchstens Tariflohnentlohnung durch die Kostenträger erstattet werden, genau, was die Einrichtungen ja nicht entbindet von ihrer Verpflichtung, wenn sie eine bestimmte Belegung haben, auch entsprechendes Personal vorzuhalten, damit die Versorgung einigermaßen abgesichert ist. Also Zeitarbeit ist ein schwieriges Thema. Also ich kenne das Problem. Also wenn Menschen abgeworben werden in der Zeitarbeitsfirma, vergrößert das die Probleme der Stammbelegschaft, weil die anderen suchen sich die attraktiven Arbeitszeiten raus und die anderen müssen das machen, was überbleibt. Und da muss man einfach mal die Gründe sehen, weil ich war bei Zeitarbeitsfirmen, ich habe mit den Menschen dort diskutiert und ich war auch bei in betroffenen Kliniken dazu, die ganz kräftig unter der Zeitarbeit leiden. In Berlin muss es besonders dramatisch sein. Bundesweit liegen wir so beim Schnitt bei Zeitarbeitsbeschäftigten um die 2,% noch. Wenn Berlin mir erklärt, welche Dimension da die Herausforderung hat, dann müsste eigentlich alles schon in Berlin eine Rolle spielen. Also irgendwie stimmen die Zahlen nicht so ganz genau. Aber ich sehe das Problem da schon ein. Aber Pflegende gehen in die Zeitarbeitsfirma, das habe ich für mich persönlich recherchiert, aus folgenden Gründen: verlässliche Dienstpläne. Und dazu gehören natürlich freie Wochenenden und so weiter und so fort. Also mehr Kreativität, weil der Chef sagt, machen wir. Und es ist noch ein ganz interessanter Grund dabei, den ich immer wieder gehört habe. Und wenn ich Krach habe mit meinem Vorgesetzten, dann regelt das der Chef der Zeitarbeitsfirma mit dem und ich muss mich nicht persönlich von jemand anderem da fertig machen. Also auch ein Führungsproblem. Nun gibt es eine Bundesratsinitiative, die Frau Senatorin Kalajdzic in Berlin angestrebt hat, zu sagen, wir wollen Zeitarbeit verbieten.
Ich glaube, dass das rechtlich nicht nur möglich, nicht möglich ist, sondern schwierig. Ja, ich weiß, es gibt eine andere Branche, da hat man das auch durchgesetzt, aber ob das standhält, weiß ich nicht. Und ich gebe auch zu bedenken, ob man einen gewissen Teil Zeitarbeit, du hast es ja eben gerade mal so angesprochen, nicht tatsächlich in Notlagen, denn dann zur Kompensation, denn dann auch nur die Entwicklung, die wir jetzt wahrnehmen, dass da also auch Prämien gezahlt werden, damit Zeitarbeitsmitarbeiter dann aus den Kranken- oder festangestelltes Personal abwerben. Das kann nicht sein. Ich habe gesagt, lass uns vor allen Dingen eins tun. Das zählt für mich noch am schlimmsten. Die Gründe, warum Menschen in die Zeitarbeitsfirmen gehen, austrocknen. Mhm. Nämlich sichere Dienstpläne, verlässliche Arbeitszeiten, kreative Arbeitszeitmodelle. Da soll man mir nicht sagen, das geht nicht. Ja, das ist manchmal sehr viel aufwendiger. Aber ich habe mir das zeigen lassen. Ich war in einem großen Magnet Hospital und hat mir zeigen lassen, die sagen, wir haben keine Fluktuation. Ich zeige Ihnen mal unsere Arbeitszeitmodelle. Der Pflegedirektor war bei mir und hat gesagt, so machen wir das. Und ich habe gesagt, naja, ein Pflegedirektor kann bei mir im Büro alles Mögliche erzählen, was schön ist, ich komme mal. Mhm. Da habe ich mir 2 Stunden hingesetzt, habe mit dem Betriebsrat und mit den Beschäftigten darüber gesprochen und siehe da, es funktioniert. Ja, und ich weiß, man hat mir ja auch geschildert, wie schwierig das war beim Einsatz. Aber die hatte den großen Vorteil, der hat Pflegedirektion, ärztliche Direktion und kaufmännische Direktion an einem Strang gezogen. Und auch sie alle gleichmäßig beteiligt, weil man gemerkt hat, wir müssen, so geht es nicht. Und mal gucken, wie es andere regeln. Warum gibt es einen Teil der Krankenhäuser, die das sehr gut geregelt kriegen, ohne Zeitarbeit auskommen? Und warum gibt es bei anderen, bei denen sich das zu einem Riesenproblem anwächst? Ja, nun will ich nicht alle über einen Kamm scheren, aber wenn ich so manche Beschwerden auf den Tisch bekomme, dann muss ich sagen, wir haben Vorzeigeeinrichtungen in allen Bereichen. Und wir haben, ich sage das mal nur so kräftig, da einige Einrichtungen, die haben den Schuss immer noch nicht gehört. Also mit den Instrumenten der letzten 40 Jahre wird das nicht gehen, die Gestaltung der nächsten Jahrzehnte. Das muss jedem klar sein. Aber das erwarte ich dann auch von Führung. Zeitarbeit ist ein Riesenproblem, ich weiß das. Aber ich würde es auch nicht einfach nur partout verteufeln, weil wir brauchen einen gewissen Bereich, werden wir brauchen in Notlagensituationen, aber lassen Sie uns daran arbeiten, die Gründe denn auszudrücken. Und das sind nicht, ich glaube, auch nicht die Gründe, dass ich da unbedingt besser verdiene. Mhm. Weil da wird manchmal eine Milchmädchenrechnung aufgemacht, wenn man mal alles unterm Strich zusammenzählt, wie soziale Absicherung und so weiter. Aber Wertschätzung ist da eine ganz, ganz spätere. Viele sagen, ich werde das erste Mal, das hat man mir geschrieben, verteufeln Sie bitte nicht die Zeitarbeit, das erste Mal seit Jahren werde ich von meinem Arbeitgeber wertgeschätzt. Was ist das für eine Aussage von einem Intensivpfleger, der 10 Jahre in einem Unternehmen beschäftigt war, da rausgegangen ist? Das erste Mal seit 10 Jahren werde ich wertgeschätzt. Das muss man sich auch auf sich wirken lassen. Ist nicht zu glauben. Ja, aber das zeigt auch die Probleme und oder die Herausforderungen natürlich. Mhm. Lieber Markus May, wir haben noch 2 Minuten, deswegen, weil ein Vorgespräch hatten, weil ich jetzt gleich wieder weiter. Lieber Andreas, du nimmst mir das Wort sozusagen schon ab. Ich wollte das jetzt auch so weit abmoderieren. Ich wollte dich schon nur um eins bitten. Wir haben noch einige Fragen. Ich würde dir gerne diese Fragen zukommen lassen zu einer kurzen Beantwortung, wenn das in Ordnung für dich ist. Das ist immer in Ordnung. Ich bin jetzt ein bisschen natürlich sehr unvorsichtig, weil der Druck der Zeit und dessen, was gerade auf uns zurollt, ist gewaltig. Ich kann nicht versprechen, wie schnell das dann passiert. Ich würde, wenn das dann in Ordnung ist, ich weiß nicht, der Adressat ist dann, der kommt dann von der Kamera Rheinland-Pfalz, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Und wenn die Fragen mal inhaltlich so zusammengeführt sind, dass wir die Möglichkeit haben, kurz und knackig darauf zu antworten, dass wir das einem Adressat, nämlich der Kamera, wieder zur Verfügung stellen und dass man sich vielleicht irgendwie die Dinge so ein bisschen zusammenbündelt und zusammenfasst, dass man zu bestimmten Kernthemen hat, eine Kurzstellungnahme. Vielleicht können wir auch schon auf was verweisen, was wir schon längst haben. Das weiß ich jetzt nicht, aber das können wir machen, aber bitte nicht in der Erwartungshaltung, dass es übermorgen da ist. Das war eigentlich das Ziel. Vielen Dank für die Bereitschaft. Vielen Dank dir für die Zeit, die du dir heute für uns genommen hast, uns Rede und Antwort zu stehen. Viel Erfolg auch für deine weitere Arbeit. Und den Zuschauerinnen und Zuschauern danke ich auch herzlich für ihre Anwesenheit und wünsche allen einen guten Abend und viel Gesundheit. Tschüss. Danke sehr und tschüss.